Servus zusammen. Hier sind wieder Stefan und Fuxi von Oberpfalz Adventures. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Hier auf unserem YouTube-Kanal. Los geht's wie immer nach dem Intro. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja, Tag 3 in der Schwäbischen Alb. Ja, heute haben wir eine kleine Planänderung. Wir hätten heute eigentlich geplant, eine größere Tour um Liechtenstein mit dem Schloss Liechtenstein zu machen. Da aber für Nachmittag Regen angekündigt ist, haben wir beschlossen, diese Tour zu verkürzen und stattdessen jetzt hier noch beim Schönbergturm vorbeizufahren. Wir haben jetzt hier geparkt am Wanderparkplatz Anne und von hier sind es nur 400 Meter bis zu dem Turm. Der Turm ist etwas extravagant, aber das werdet ihr dann später sehen. Und es geht hier ein kleines Dankeschön raus an Alex und Alex. Denn durch die sind wir überhaupt auf diesen Turm erst gekommen. Einen Link zu ihrem Kanal findet ihr jetzt in der Infobox und auch in der Videobeschreibung. Denn wenn ihr noch mehr Videos von der Schwäbischen Alb sehen wollt, solltet ihr mal bei ihnen vorbeischauen. Wir gehen jetzt mal los und ihr kommt natürlich mit. Der Weg hinauf zum Turm ist kurz, aber steil. Auf den 400 Metern überwindet man nämlich ca. 100 Höhenmeter. Der Weg vom Wanderparkplatz Wanne ist eigentlich nicht zu verfehlen. Deshalb gibt es dazu keine Tour auf unserem Komo-Profil. Aber einen Link zum Parkplatz findet ihr in der Videobeschreibung. Der 26,4 Meter hohe Schönbergturm befindet sich auf dem 793 Meter hohen Schönberg, oberhalb der Stadt Pfullingen, und ist das Wahrzeichen der Stadt. Erbaut wurde der Turm 1905 vom Architekten Theodor Fischer. Und der Bauherr war der Schwäbische Albverein, in dessen Besitz ist der Turm bis heute. Der Aussichtsturm ist ganzjährig geöffnet und über 112 Stufen kann man die Aussichtsplattform erklimmen. Unten im Turm befindet sich ein kleines Kiosk, das an Sonn- und Feiertagen geöffnet hat. Vor dem Turm befinden sich zahlreiche Bänke und ein paar Feuerstellen. Wegen seiner Form und Farbe wird der Schönbergturm im Volksmund auch Pfullinger Unterhose genannt. Dem Besuch des Schönbergturms ging es wieder zurück zum Parkplatz und wir machten uns auf den Weg Richtung Liechtenstein. So, Teil 2 unserer kleinen Rundtour heute. Und zwar sind wir jetzt hier am Wanderparkplatz Kalkofen in der Nähe vom Ort Liechtenstein. Und von hier aus machen wir jetzt eine kleine, wie vorher schon gesagt, verkürzte Wanderung zum Schloss Liechtenstein. Es gibt auch noch ein paar schöne Ausblicke. Wir gehen da mal los und ihr kommt natürlich mit. Die Wanderung, die wir uns herausgesucht hatten, ist nur knapp über 7 Kilometer lang und der Höhenunterschied ist mit 120 Metern angegeben. Die Runde ist einfach und es gibt keine großen Schwierigkeiten. Einen Link zur Wanderung auf unserem Komoot-Profil findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls findet ihr dort einen Link zum Parkplatz, der nicht so ganz einfach zu finden ist.
Los ging es vom Parkplatz aus, zuerst ein Stück durch den Wald zum ersten tollen Aussichtspunkt, dem Gießstein. Nach nicht mal 1,5 Kilometern erreichten wir auch schon den Gießstein. Von den Felsen hat man einen tollen Ausblick über den Ort Lichtenstein. Ebenfalls lässt sich in der Ferne schon das Schloss Lichtenstein erkennen. Nach dem Aussichtsfelsen ging es weiter zum Schloss. Auf dem Weg dorthin gab es nochmal ein paar weitere tolle Aussichtspunkte. Schließlich erreichten wir dann das Schloss Lichtenstein. An der Stelle des heutigen Schlosses wurde um 1388 eine Ritterburg errichtet. Diese verfiel nach dem Dreißigjährigen Krieg und 1802 wurde auf den Grundmauern der Burg ein modernes Forsthaus errichtet, das dem König von Württemberg als Jagdschloss diente. 1840 erwarb Wilhelm Graf von Württemberg, der spätere Herzog von Urach, das Forsthaus. Er ließ es bis auf die Grundmauern der Ritterburg wieder abtragen und errichtete darauf das heutige Schloss Lichtenstein. Inspiriert wurde er dabei von dem Roman Lichtenstein von dem deutschen Schriftsteller Wilhelm Hauff. Der Schlossneubau entsprach den im 19. Jahrhundert gängigen romantisierenden Vorstellungen über mittelalterliche Ritterburgen und kann dem Architekturstil der Neugotik zugeordnet werden. Heute kann man das Schloss sowohl von außen als auch von innen besichtigen. Der Eintritt zum Burghof kostet 4 Euro. Und der Eintritt mit Führung durch das Schloss 12 Euro für einen Erwachsenen. Wir können euch das auf jeden Fall empfehlen, um dieses fantastische Märchenschloss aus der Nähe bewundern zu können. Nur ein paar hundert Meter entfernt vom Schloss Lichtenstein befindet sich die Ruine Alt-Lichtenstein oder auch Alter Lichtenstein genannt. Die Burg entstand zwischen 1150 und 1250, vermutlich unter Gebhard von Lichtenstein.
Die Burg wurde zweimal zerstört, zuletzt 1377 bis 1381 durch die Reutlinger im Schwäbischen Städtekrieg. Danach wurde sie nicht mehr aufgebaut. Stattdessen baute man eine Burg, auf deren Grundmauern heute das Schloss Liechtenstein steht. Obwohl seit der Zerstörung viel Zeit vergangen ist, ist trotzdem noch viel von der Burg zu sehen. Auch hat man von hier nochmals einen tollen Blick auf das Schloss Liechtenstein. Nach der Ruine ging es vorbei am Schloss und durch den Klettergarten, der sich in der Nähe befindet, über einfach zu gehende Feldwege zurück zum Parkplatz. Nun wieder ein kleines Fazit zur Wanderung. Eine schöne und sehr einfache Runde, die aber sehr viel zu bieten hat. Allen voran natürlich das Märchenschloss Liechtenstein, das man auf jeden Fall gesehen haben muss. Aber auch die tollen Ausblicke und die Ruine Alter Liechtenstein sind absolut sehenswert. Wir können die Wanderung uneingeschränkt empfehlen. Falls ihr nicht so gut zu Fuß seid, gibt es auch Parkplätze ganz in der Nähe des Schlosses. Von dort sind es nur ein paar Meter zu gehen. Für uns ging es dann weiter zum dritten und letzten Highlight des Tages, der Ruine Hohenwittlingen. So, und jetzt geht's noch, last but not least, zur Burgruine Hohenwittlingen. Das dürfte wieder ein kurzer Weg sein, nur so ein Kilometer ungefähr. Wir gehen mal los. Und ihr kommt natürlich mit. Vom Parkplatz 65 in der Nähe von Wittlingen ist es nur knapp über einen Kilometer zur Burgruine Hohenwittlingen. Auch hier gibt es wieder keine Tour auf unserem Komo-Profil, da der Weg eigentlich nicht zu verfehlen ist. Die Burg Hohenwittlingen wurde Anfang des 11. Jahrhunderts erbaut und 1089-90 wird ein Burchardus de Wittlingen urkundlich erwähnt. Vermutlich ist er auch der Erbauer und der erste Burgherr. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Besitzer häufig. Im Jahr 1576 wurde die Burg durch einen Brand stark beschädigt und nur teilweise wieder aufgebaut. Trotzdem wurde zum Ende des Dreißigjährigen Krieges nochmal eine dreimann starke Garnison auf die Burg verlegt, um den Zugang ins Ermstal von der Albhochfläche kontrollieren zu können. Nach dem Dreißigjährigen Krieg diente die Burg als Gefängnis für Wilderer und andere Bösewichte und verfiel immer mehr. Bis ins 18. Jahrhundert diente die aufgelassene Burg noch den Wittlinger Bauern als Schutz vor feindlichen Truppen. Es heißt, die Wittlinger sollen ihr Vieh so abgerichtet haben, dass es selbst zur Burg fand. Heute ist von der Burg noch einiges erhalten und sie ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Nach der Ruine Hohenwittlingen ging es wieder zurück zum Parkplatz und wir fuhren nach Bad Urach zu unserer Unterkunft. Auch wenn das Wetter am Schluss nicht mehr so ganz mitspielte, war es doch ein weiterer toller Tag in der Schwäbischen Alb. Die drei absolut sehenswerten Highlights sind locker und ohne große Anstrengungen an einem Tag machbar. Wir können euch den Schönbergturm, das Schloss Liechtenstein und die Ruine Hohenwittlingen auf jeden Fall empfehlen. Zum Abschluss gibt's jetzt wie immer ein paar Impressionen des Tages. Weiter geht's dann im nächsten Video mit dem vierten und letzten Tag unseres Kurzurlaubs in der Schwäbischen Alb und einem Besuch der Burg Teck. Darum wie immer, dranbleiben lohnt sich! Danke fürs Zuschauen, sagen Stefan und Fuchsi von Oberpfalz Adventures.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Auch über einen Kommentar würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst uns ein Abo da. Und deckt dann die Glocke. Servus und macht's gut, bis zum nächsten Video.